Manchmal tut der Arm weh, manchmal schmerzt der Kopf. Ärzte, Fachleute, Impfstoffhersteller, sie alle überrascht das nicht. Denn dass diese Impfstoffe Folgen haben, das war allen von Anfang an bewusst. Sie sollen ja auch Folgen haben, sie sollen vor Covid-19 schützen. Und das bedeutet, dass sie auch im Körper Reaktionen hervorrufen. Welche Folgen die Impfstoffe außer dem Schutz vor Covid-19 haben, wurde schon vor der Zulassung in großen Studien an jeweils mehreren 10.000 Menschen untersucht. Aber auch seit die Impfstoffe zugelassen sind, erfassen Behörden weltweit Nebenwirkungen und mögliche Komplikationen. In Deutschland tut das das Paul-Ehrlich-Institut und die Berichte über alle gemeldeten Verdachtsfälle sind für jeden im Internet abrufbar. Auch in anderen Ländern erfassen die Behörden, wie es Menschen nach der Impfung ergeht. Insofern haben wir mittlerweile ein sehr, sehr umfassendes Bild von über 100 Millionen Menschen weltweit, die einen der Impfstoffe erhalten haben. Impfstoffexperten teilen die möglichen Folgen von Impfstoffen in drei Kategorien ein. Es gibt Impfreaktionen, Impfkomplikationen und Impfschäden. So viel erst einmal vorweg. Alle in Deutschland zugelassenen Impfstoffe sind nicht nur extrem effektiv, sie schützen also sehr, sehr gut vor Covid-19, sondern sie sind auch extrem sicher. Bleibende Impfschäden, also etwa Veränderungen des Nervensystems durch Impfungen, wurden bei allen drei Impfstoffen nicht bekannt. Sie sind im Übrigen auch ohnehin extrem selten infolge von Impfungen. Zuletzt kursierten immer wieder Berichte von Todesfällen, etwa in Altenheimen nach einer Corona-Impfung. Tatsächlich finden sich im Bericht des Paul-Ehrlich-Instituts etwa 330 solcher Todesfälle. Allerdings muss man bedenken, Todesfälle, die wirklich auf die Impfung zurückzuführen sind, sind bislang keine bekannt geworden. Von den 330 Verstorbenen in Deutschland hatten 200 eine schwere Vorerkrankung, auf die ihr Tod zurückzuführen war. Oder sie sind an Covid-19 gestorben. Das heißt, sie haben sich noch mit Corona infiziert, nachdem sie geimpft wurden, aber bevor der Impfschutz wirklich aufgebaut war. Bei den übrigen Todesfällen ist die Ursache zwar nicht abschließend geklärt, aber es gab ebenfalls in sehr vielen Fällen schwere Vorerkrankungen. Grundsätzlich ist es so, dass in deutschen Altenheimen, seit dort gegen Corona geimpft wurde, nicht mehr Menschen sterben, als es üblicherweise in dieser Altersgruppe zu erwarten wäre. Schwere Nebenwirkungen, Impfkomplikationen also, kamen aber nach den Impfungen gegen Corona durchaus vor. In den Zulassungsstudien waren sie allerdings eine Rarität und auch bei den Erfahrungen der deutschen und internationalen Behörden zeigt sich, sie sind sehr, sehr selten. In Deutschland kam es bei 6 Millionen Impfungen zu 2003 Verdachtsfällen von schweren Nebenwirkungen, also welche, die von Ärzten als schwerwiegend klassifiziert wurden oder wo die Geimpften im Krankenhaus behandelt wurden. Das heißt also, 3 von 10.000 Impfungen führten zu so einem schweren Verdachtsfall. Zu den schwerwiegendsten Folgen zählt die anaphylaktische Reaktion, also der schwerwiegende Schock. Das wurde in Deutschland bei den 6 Millionen Impfungen 67 Mal beobachtet. Menschen haben also eine Entgleisung ihres Immunsystems erlebt, die dringend behandlungsbedürftig war. Man muss aber bedenken, dass keiner dieser Fälle Langzeitfolgen entwickelt hat. Wegen dieses Risikos für einen allergischen Schock, der im Übrigen auch schon aus den Zulassungsstudien bekannt war, müssen Geimpfte nach der Impfung noch 15 Minuten im Impfzentrum bleiben. Dort werden sie beobachtet. Menschen, die schon einmal einen allergischen Schock hatten, müssen deshalb besonders vorsichtig sein. Sie sollten unbedingt den Impfarzt darauf ansprechen, bevor sie die Impfung erhalten. Menschen mit ganz gewöhnlichen Allergien, wie zum Beispiel Heuschnupfen, müssen sich dagegen keine Sorgen machen. Von ihnen wurden schon Tausende in die Zulassungsstudien einbezogen, ohne dass dabei Komplikationen aufgetreten wären. Nun aber zu den Nebenwirkungen, die wirklich häufig sind. Dazu gehören Rötung an der Einstichstelle, Schwellung, Schmerzen im Oberarm, durchaus auch Kopfschmerzen, Gliederschmerzen, Muskelschmerzen, Fieber und allgemeines Unwohlsein. Sehr viele der Geimpften haben für ein paar Tage solche Symptome und manche auch mehrere davon. Dabei unterscheiden sich übrigens die drei Impfstoffe kaum.
Diese zwar mitunter unangenehmen, aber unproblematischen Impfreaktionen sind übrigens ganz normal. Sie treten bei vielen Impfungen auf. Sie sind eigentlich auch sogar ein gutes Zeichen, denn sie bedeuten, dass der Körper reagiert, dass er auf diese Impfung hin das tut, was er tun soll, nämlich eine Immunreaktion aufbauen. Auch die Impfung mit dem AstraZeneca-Impfstoff führt übrigens nicht zu mehr Nebenwirkungen als die mit den beiden mRNA-Impfstoffen von BioNTech und Moderna. Dass man trotzdem häufiger von Nebenwirkungen nach AstraZeneca hört, könnte daran liegen, dass die Nebenwirkungen dort nach der ersten Dosis tatsächlich häufiger auftreten. Nach der ersten Dosis berichten mehr Patienten über Schmerzen an der Einstichstelle. Das ist aber bei den mRNA-Impfstoffen eben umgekehrt der Fall. Dort berichten Patienten nach der zweiten Dosis häufiger von Impfreaktionen und bekommen häufiger zum Beispiel Schüttelfrost oder Muskelschmerzen. Zu diesen ganzen Impfreaktionen gibt es aber noch eine gute Nachricht und auch einen ganz praktischen Hinweis zum Schluss. Man kann vor der Impfung oder auch danach ein entzündungshemmendes Mittel wie etwa Paracetamol einnehmen, um diese Nebenwirkungen zu lindern. Das hilft und hält nicht das Immunsystem davon ab, den Impfschutz aufzubauen. Danach kann man dann die Impfung noch mehr genießen und das Gefühl, als hätte man gegen Corona in Drachenblut gebadet.